in einer weit entfernten Zukunft, waren der beste Captain und der erste Offizier gefordert, an ihrem Raumschiff alles zu geben, um das Universum und alles Leben dort unten zu retten. Währenddessen haben Kreis und Neo-Nerd aber auch Spaß auf ihrem Raumschiff. Wow! Oh Mann, das kannst du nicht bringen, ey. Da. Stürmische See. Stürmische See. Ja, sicher. Gut. Käpt'n, Steuerband. Käpt'n, Steuerband. Kampagnenmission. Ei, ei. Au, au. Ei, ei, Kapitino, ne? Ah. So, das wäre dir jetzt nicht passiert, wenn du mal aufgepasst hättest. Jo. Tut mir leid, Käpt'n. Oh, dann gib mir erstmal eine Zündkerze, du. So, was soll ich denn auch machen? Ich habe gestern, war ich noch Tellerwäscher in der Kombüse. War ich noch als Android, war ich noch als Waschanlage angesetzt. Wir haben möglicherweise eine Welt für die Umsiedlung der Vulkanier entdeckt. Oh. Warum wollen wir die denn umsiedeln? Der regierende Siedlungsrat im Graben hat uns die Erlaubnis erteilt, Silver 4 und sein Heimatsystem zu erforschen. Unter der Bedingung, dass wir alle Ergebnisse mit dem Rat teilen. Wir werden vom Forschungsschiff USS Huxley begleitet. Das ist unsere erste Reise in die unbewohnten Regionen des Grabens. Okay, also wir und die USS Hackfleisch. Eine Sternenkarten-Nachricht. Ich bringe sie auf den Schirm. Ja, bitte! Komm, machen wir die mal ein bisschen. Wie ich höre, sind sie im Begriff aufzubrechen. Hey. Bevor sie ablegen, wollte ich sie daran erinnern, dass sie die gesamte Föderation der Vereinten Planeten dort draußen repräsentieren. Ich verlasse mich darauf, dass sie unsere Ideale in höchstem Maße vertreten. Ja, ja. Aber keine Sorge. Ja, ja. Sie haben das Vertrauen. Kein Problem, mein Freund. Sehr gut. Guter Mann. Viel Glück für guter Sie Mann. Und Ihre Crew. Sternenflotte, Ende. Ja, ja, Flotti. Guck mal, da vor uns ist die USS Hackfleisch. Wir werden gerufen, das kleine Ding. Das ist die Huxley. Ja, ich flieg mal hin. Oh, ich habe einen Anruf. Leitung 2. Oh, Aegis. Hier spricht Captain Ukwu von der USS Huxley. Systemchecks abgeschlossen. Wir können los. Wir folgen Ihnen, sobald Sie startbereit sind. Alles klar, Captain Hogwarts. Ja, ab geht's. Hat die... So, muss die was kompensieren oder was hat die da hinten So, wir müssen erstmal einen Kurs nach Silver festlegen und dann für die Warp-Reise ausrichten. Ey, der belästigt schon wieder die Frauen da. Ich hab's genau gesehen. Du. Geh mal an deinen Platz, Junge. So, Bildschirm warpen wollen wir, gell? Auf nach Silver. Silver Warp. Vorbereitung bitte treffen. Warp vorbereiten. Oh, oh, jo. Entschuldigung, ich hab nie aufgepasst. Silver. Ist Silver ausgewählt jetzt? Jetzt ist Silver ausgewählt. Oh, Scheiße. Achso, hast du jetzt schon. Ei, ei, Captain. Bereite Warp-Sprung vor. Weise Energie zu. So, Energie wird zugewiesen. Ich darf gar nichts mitmachen. Die Kontrollen immer falsch. So. Bereite Warp. Aufgeladen. Bereit für Warp. Was schnippelt der da rum? Warum sieht der anders aus als gerade? Der war doch beim Friseur, du. So. Ich mach das jetzt hier. Warpen! Alter! Cool. Ja, deswegen mach ich das. Das war richtig geil, Alter. Ruhe da vorne! Lass dir mal die Haare schneiden, du siehst aus wie diese komische Politikerin da. Ich empfehle, einen davon aktiv zu scannen. Ja, dann scan mal aktiv. Du doch. Lokal. Was? Ich wollte das analysieren. Hast du es kaputt gemacht? Nee. Was passiert da? Können wir mal hier stehen bleiben, so. Das ist kaputt gegangen vor uns. Die kann den Impuls nicht. Was ist hier? Halten Sie sich fern von diesen Störungen. Eine ist explodiert, als wir uns genähert haben. Der Schaden ist gering, aber das sollte sich nicht wiederholen. Der Einzige, der hier gerade stört, sind Sie. So. So habe ich jetzt, ich habe es jetzt einfach mal auch ausgesprochen. Ja, muss doch jetzt auch mal sein. Die Wellenformen entsprechen einem Plasmasturm der Klasse 1, aber das ganze System ist betroffen. Na, dann geht er mal nicht hin. Könnte die Steuerung beeinflussen. Wir sollten vorsichtig sein. Ja. Ich bin vorsichtig und jetzt? Standort Silver 5 Planetenorbit sollen wir reisen. Warp per Impuls. Silver 4 Planetenorbit.
So, Routenberechnung läuft. Rudi ist 20 Zentimeter. So. Ja, da müssen wir hin. Ja, gut. Per Impuls, ne? Hi, Captain. Verstanden, Huxley. Warten Sie. Bereite Impulskraft vor. Captain, die USS Huxley erhält ungewöhnliche Werte bei ihren Planetenscans. Wir sollten das durch einen eigenen Scan bestätigen. Na gut. Verlassen Anomalie. Aber ich kann nichts scannen hier. Wir müssen erstmal hin. Nee, hier, der taktische Offizier kann eine Sonde abfeuern, steht da. Oh, okay, ja, dann gehen wir mal hier eben rüber. Ich kann ihr das auch einfach sorgen, ne? Ne, ich mach schon. So, und wo? Ja, deswegen sag ich's ja. Ach so, jetzt bin ich gar nicht der taktische... Das war hier Lieutenant Hoyle, ne? Taktischer Offizier? Bin, ja, das hier, okay. Nee. Der taktische Offizier kann eine Sonde abfeuern, um einen Langreichweiten-Scan durchzuführen. Zum Scannen oder Abfeuern der Waffe ein Ziel wählen. Ja, ich kann kein Ziel wählen momentan. Keine Ahnung. Mehr kann ich nicht. Kann ich ein Torpedo schicken. Kein Ziel gewählt. Ja. Alter! Aber ich glaube, wir müssten auch ein bisschen weiter reisen. Ich glaube, wir müssten schneller reisen als so. Irgendwie bewegt sich hier nichts. Ja, ja. Ich kann auch sagen, dass wir dahin. Ich glaube, wir müssen näher ran. Das ist nicht das Problem. Da kommen wir hin. Ah, jo, gut. Jetzt habe ich ja auch ein Ziel. So. Sonne. Ist jetzt kaputt gegangen oder fliegt die jetzt? Was ist die Sonde? So. Interessant. Silva 4 könnte in der Vergangenheit bewohnbar gewesen sein, aber... Ist schon gescannt. Das hat sich dramatisch verändert. Eine Nachricht von Captain Uku. Oh. Falscher Knopf, Entschuldigung. Mein Wissenschaftler Ach so, okay. planetarische Tiefenscans auf Silva 4 durch. Entschuldigung. Das wird eine Weile dauern. Sie könnten inzwischen die verbleibenden Gebiete untersuchen. Dann sollten wir bei Ihrer Rückkehr fertig sein. Ja, das klingt ja spannend. Das klingt echt gar nicht mal so geil. Kann ich die scannen? Oh. Also wir sollen jetzt... Soll ich sie beschießen, Captain? Nein, bloß nicht. Warte mal. Standort Silva, toter Planet, Asteroidenfeld... Bildschirmimpulsreise. Dann gehen wir mal zum toten Planeten, würde ich sagen. Ins Asteroidenfeld. Und dann mal bitte den Impuls vorbereiten. So. Oi, reserviere Antriebsenergie für Impuls. Ja, mach das mal, ne? Hab ich doch gesagt. Du brauchst mir das nicht nochmal erzählen, du. Was soll er? Bist du bescheuert? Echt mal, oder? Erzähl dem Captain doch nicht, was er selber gerade gedacht hat. Guck mal, wie stoisch sie jetzt auch so gerade ausguckt. Ja, ja. Ich bin Offizier. Ich war auf der Offizierskindergartenschule. Hier. Alles Spitzohr, ey. Da mische ich was ins Plätzchen. Ja, echt mal, ich schwör's dir, ich gender dich gleich. Impuls aktivieren, bitte. Warum hat die eigentlich so abgeschürfte Knie? Ja, weiß ich auch nicht, da wegen ihrem Tisch, du, der ist flach. Ein kleines Stück noch, dann sehe ich alles, was ich sehen muss. Noch? Sie, Sir, sind ein richtiger Perversling. Sie, Sir, ja. Ja, stell dir vor, die hat da auch spitze Schamlippen. Dann sind sie halt ein perverser Wissenschaftler. Ja, aber das sticht doch beim Stoßen. Ja, dich nicht, sie nicht. ja, doch dann, wenn sie dann so zwei so piekst. Ja, dich schon, aber sie nicht. Aber da ist so ein Tentakel, das winkt dann so. komm nur, mach das Tentakel. Oh, guck mal. Und dann macht das so und dann, So, oh. Irgendetwas an diesen Asteroiden entzieht uns im Warp. Doch. Ja, ich scanne Haufen. Spursignale aus dem Inneren des Feldes. Gefährlich. Ich scanne das. Könnte eine Art Notsignal sein. Toter Planet müssen wir jetzt reisen, oder was? Ich tu mal kurz was testen. Nee, tu mal nicht. Okay. Ich will aber da kaputt machen. Ich bereite aber gerade hier eine Crew voll. Aber wenn wir jetzt da zu dem... Wow. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Also das habe ich nicht kommen sehen. Ja, das da war ja, habe ich aber gemacht. Die Partikelanalyse zeigt
Zeit lokale Hochfrequenzschwingungen um den Mond. Das beeinträchtigt die Genauigkeit der Sensoren. Aha. Ein Scan sollte möglich sein, aber vermutlich ist er von geringer Qualität. Nun scannen wir. Außer Reichweite. Flieg mal näher ran. An was? An da rechts, 35 Kilometer. Was ist denn das? Ich kann ja, das hier nicht, ich kann nicht, weil ich das nicht hab. Warte mal, lokale Karte. Ach, da hin. Ja, warte. Jo, Geschwindigkeit. Lernen Sie sich mal dem Ziel, Onkel. Jetzt weiß ich, von den Dingern sollen wir uns fernhalten. Sollen wir die kaputt schießen oder was? Schieß das mal kaputt da. Das andere, an dem wir vorbei müssen. Ja, ja, warte, ist gleich in Reichweite. Piu, piu, piu. Ja, das sieht unangenehm aus. Sollte ich vielleicht die Schilder einmal anmachen? Guck mal, da ist noch einer links. Ja, ich kriege ihn noch nicht erfasst. So. Noch 2 Kilometer, dann mache ich nur alle. Piu, piu, piu. Oh, Mensch, du. Da hinten kommen noch 2. Ey, was ist hier außer Reichweite? Was soll denn das? Extra. Ich muss mich mal ein bisschen zurücklehnen hier in meinem Chefsessel, ne? Ich kann ja eh nicht so viel machen gerade. Schieß mal da. Oder, nee, scan jetzt, oder was? Ja, bleib mal stehen. Jo, warte. Scan die Schilde senken? Nein, ich bringe sie zum Stillstand. Oh, ich hab einen Knopf gedrückt, wo anhalten draufsteht. Wahnsinn. Es ist weg? Wie weg? Ja, jetzt ist weg. Jetzt müssen wir nach links. Ja, jetzt ist weg. Hast du recht. Ja, sag ich doch. Schießt eine Sonde nach links ab. Wow, warum? Weiß ich nicht, stand da, konnte ich machen. Wow, das ist voll der Riesen. Muster auf, die auf unterirdische Strukturen hindeuten könnten. Boah, deine Mutter hat unterirdische Strukturen. Ja. Atmosphärischen Interferenzen liegen. Unsere Annahme, dass das Gebiet unbewohnt ist, könnte sich als falsch erweisen. Ist das so? Oder geborstene Mond hier haben wir jetzt geschafft, oder was? Ja, jetzt sollen wir aber trotzdem wohl hinfliegen, ne? Ich weiß nicht. Ja, machen wir mal. Wo ist es denn? Ist er schon da? Nee, das ist ja voll weit weg. Ach so, das ist voll weit weg. Ja, ich würde sagen... Ja, 1,6 Millionen Meter oder was? Ja, nee, komm, da rein. Muttermeter. Ich reiß mal Richtung Nebel. Mach du, tu mal da. Jetzt wird gerade die Route berechnet, ne? Dauert einen Moment. Ja, wenn die lang ist, muss man die auch lange berechnen. Setze Kurs für Impulskraft. Dann setzt man einen Kurs. Sag mal da, ne? Da. Finger weg, das ist der Hebel, du, da darf keiner ran. Nein, nicht der Hebel. Kannst du dahinter dann, kannst du mal Netflix machen. Ach so, ja, vielleicht. Oh, aber ja, nee, wir haben die hier, der General, du, der hatte wieder nicht bezahlt, ne? Auf ihr Zeichen. Der hat zu Weihnachten das letzte Mal eine Guthabenkarte von uns gekriegt und der ist zu geizig, um sich eine neue zu holen. Ja, also ich habe gestern in der Kantine gehört, dass jetzt aufgefallen ist, dass der General sein Netflix-Account mit der Flotte schert. Alter! Mit allen. Mit allen? Der ganzen Maru. 363 Leute. Ja, nee, die nicht mehr. Die sind kaputt. Oh, guck mal, der Nebel hier. Aber ein schöner Nebel. Ist so ein guter Nebel, du, ne? Außenansicht mal. Weist eine sehr hohe Konzentration ionengeladener Partikel auf. Ja, er leuchtet. Haben wir begriffen. Hier innerhalb des Partikelfeldes hat das negative Auswirkungen auf die Schilde. Ich glaube, du hast negative Auswirkungen auf die gesamte Crew. Was für ein Scheiß, der erzählt. Die Schilde sind aus, ey. Irgendwie sollen wir eine Sonde setzen, oder was? Jo, mach ich mal. Nebelsignatur. Hier, piu, da ist die Sonde. Was sagt die jetzt? Ja, weiß ich nicht. Next, oder was? Die sondiert halt jetzt. Die Sonde hat ein Schiff entdeckt. Und, was sagt die Sonde? Die hat ein Schiff entdeckt. Jo. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht können wir auch einfach gehen und Mittagessen holen. Fliegen wir da rein? Ei, ei, voll. Okay. Ich würde sagen, wir folgen. Ich würde sagen, Schilde hoch. Wenn man in einen Nebel geht, muss immer Schild hoch. Das ist richtig. Damals, also da war so eine Gartenhütte. Ne? Jo, und jo.
Und da waren ein Haufen Leute drin in dieser Hütte. Und die haben da was, ich weiß nicht, da war auf jeden Fall auch Nebel drin. Und da habe ich mir einen Zeh gestoßen, das weiß ich noch. Und ne, das war also kurz vorm Bruch. Das ist aber gefährlich. Aber das war doch mit dem Nebel, das war ja eigentlich unsere Schuld. Ja, weiß ich nicht. Da ist einer mit dem Gesicht auf den Tisch gefallen und hat gegrunzt. Das weiß ich noch. Das war doch dieses Maquis-Marihuana. Maquis. Das war hier Klingonen-Koks. Klingonen-Koks. Das ist das Braune. Das Braune. Und weil die Klingonen das so mögen, ist das so grobkörnig, wie grobes Salz. Oh, hier ist verseuchte Umgebung, du, steht da. Jo. Scann mal das Schiff. Kannst du das? Soll ich mal? Jo, scann mal. Ja gut, hier, bitte schön. Mach mal einen richtig schönen Scan. Scan läuft, Analyse ist... Jetzt ist aus der Reichweite, hä? Ja, wir haben anomalistische Probleme hier. Ah, jetzt scannt er weiter. So, gefährlich. Die Effekte der Anomalie auf unser Schiff werden spürbar sein. Verlassen die Anomalie. Das könnte direkten Schaden am Schiff verursachen. Also. Scann mal das Schiff, du. Ja, hab ich doch. Nee, du hast doch was anderes anvisiert, oder? Was ist das Blaue da? Oh. Ach so. Was war denn das? Ach so, das war diese Anomalie, die ich gescannt habe. Oh, mich juckt's an der oberen Kante der Nase. Ja, 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 jetzt bist du gebumst. In VR hast du keine obere Kante der Nase. Komm mal rüber, komm. Oh, Alter, oh, hat das gut getan. Sein, dass da eine Ratte saß. Das Kommunikationssystem des Schiffs stören. Wie geht das? Status? Nee. Stör mal das Schiff. Ja, okay, also Kommunikation. Ja. Feuer. Nein. Nur stören. System. Kommunikation blockieren. Ja. Hören. So, ist für 2 Minuten deaktiviert. Zahlreiche Höhlenlecks. Es muss vor kurzem passiert sein. Der letzte Logbucheintrag ist wenige Tage alt. Hier können wir niemanden retten. Hier können wir keinen retten. Wir sollten das Schiff zerstören. Ja! Andere hier reinlockt. Ja! Feuer! Bam, 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 bam. Torpedos laden noch. Okay, dann machen wir das auf die beiden. Okay. So, jetzt nochmal zurück zum Asteroidenfeld. Kurs wird berechnet. Ja, also als taktischer Offizier war das jetzt eine Nummer. Das war richtig gut, das war gar nicht so schlecht, du, das sag ich dir. Das war voll in Ordnung. Jetzt müssen wir aber mal gucken, warum, also bei welchem Friseur ist der gewesen, ne? Der hatte doch vorhin eine ganz andere Frisur und Hautfarbe, glaube ich sogar. Oh, da wäre ich vorsichtig. Dieses letzte war es doch bei dem Seminar, wo ich auch war. Da war was wegen dem kurzen Rücken angesprochen worden und Besuchen. Das Seminar. Straight out of sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Oh Mann, okay. Per Impuls haben wir gemacht. Toter Planet. Was ist jetzt? Mach mal, können wir scannen oder was? Kannst du was scannen? Ja, soll ich mal? Ja, scannen wir einfach was. Nee, außer Reichweite. Da muss man erstmal hin. Das ist zu weit weg. Also, warte, dann mach ich mal eine lokale Karte an hier. Gut. Solange wir nichts zu tun haben hier, Enzen rote Haare, geh doch mal hier nach vorne in die Mitte und erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Der ist ja jetzt schon eine Weile her, oder? Die hat hier so die Haare mit dem Orange, die sieht aus wie diese Köchin aus dem Fernsehen, aus den Kochsendungen. Sieht aus wie Hella von Sinn. Nee. Der nicht so dick. Und nicht so, der doch so alt schon. Boah, guck mal, das Lilane da, kannst du das kaputt machen? Nee. Wie, da rechts ist? Ja, nee. Doch. Ja, nee, noch nicht. So, jetzt. Dusch. Sag mal, du weißt aber, dass da... Hör mal. Hör mal, was? Ja, da ist doch so ein großer Klops. Pass mal auf, Enzenrau.
du bist gleich tolerant. Falls ich was finde, die spielen ja alle solitär. Und zwischendurch sagen die irgendwie so, ja, im Schilde, bla, lugi, lugi. Ich tu mal was scannen. Das ist die Quelle des Signals. Es scheint ein Notsignal gewesen zu sein, aber das Signal ist jetzt viel zu schwach, um noch von irgendeinem Nutzen zu sein. Vielleicht wurde es von den Umgebungsbedingungen überlagert. Ja. Hm. Ist nix, oder was? Ganz schöner Klops. Fein Schiff! Von wem denn? Ja, hier! Hinter uns. Wir erreichen den Zielort. Folgen dem Ziel. Schildstärke bei 50%. Aua. Alter, was ist das für ein Satellit? Der ist ja größer als mein Gesicht. Das ist voll der Salatelied. Ein richtiger Salatelied. Wie, was macht der denn da? Captain, Nachricht von der Huxley über die Notfallkanäle. 20%. Aegis. Was? Wir sind von zwei Schiffen angegriffen. Wir brauchen sofortige Hilfe. Ja, ach, echt? Oh Gott, wir stecken im Salatelied fest. Wir stecken voll drin. Ich aktualisiere Ihre Konsole. Oh, ja, jetzt. Auf die Schilde. Jetzt kommt gleich erstmal die Phaser-Reichweite. 6-6 meldet schwere Verluste. Ja, ist okay. Phaser ist drin. Ich hoffe, ich habe dir ein Schild erwischt. Nee. Ich sehe nichts. Oh, die fahren da oben rechts lang, du. Die. Geh hin, mach sie alle. Ja, ich habe dem Typen gesagt, er soll da hin, aber er macht nichts. Geschwindigkeit, du. Volle Kraft. Hi, Captain. Volle Kraft voraus. Batz. Vollschuss auf die Schilde. Ja, 36 hat er noch. Hau alles raus. Boah, das ist auch nicht wendig, das Schiff hier, ne? Nee. Schöne Scheiße. Haben wir die Schilde gesenkt? Und nicht ganz, okay. Der ist aber voll in Reichweite jetzt. Komm hier, kriegst jetzt beide Torpedos. Sehr gut. Mach ihm jetzt die Waffen platt. Mach weil einfach, ich wieder Energie hab. Der hat nur noch 26 Hülle. Ich brauch mehr Energie auf die Phaser. Energie. Energie für Phaser hat Vorrang. Ja. War das gut? Waffen, weiß nicht. Geh auf Hülle einfach. Der hat nur noch 26. Ich kann nicht Hülle. Ich kann Antrieb, Waffen Ach oder so. Schilde. Ich kann einfach so machen. Ja, eben. Raus mit den Dingern. So, Ziel zerstört. Ziel, deine Mutter, Alter. Reisevektor wird berechnet. So, macht euch schon mal bereit. Wir berechnen einen neuen Reisevektor. Geht jetzt los. Erhöhe Energie für Impulsantriebe. Oh ja. Ich freue mich schon heute Mittag, du. Da gibt's richtig schön, ne? Schöne Nudeln nur mit rote Soße. Ja, aber das ist dieses Klingonische, dieses Gach. 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 Ja, Gach. Also, du kannst machen, was du willst, aber dass sich die Nudeln bewegen, damit komme ich nicht klar. Nee, du, da habe ich auch damals anderes gelernt. USS Huxley meldet 75% Hüllenintegrität. Ja, wir sind auch unterwegs zu Huxley. Essen, das zurückwinkt, ist immer noch schwierig. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass klingonischer Fleischsalat einfach ein Haufen Meerschweinchen in der Schale ist. Oh, ihr geht, das klingt richtig unangenehm. Ja, die sind auch alle am Leben. Da ist noch ein bisschen Mayonnaise drauf gemacht und dann musst du die einfangen. Wegen der Mayonnaise sind die so flutschig, kriegst du nicht abgebissen. Kriegst du nicht abgebissen. Musst du erst die Mayo runterlutschen. Ja. Aber das mögen die. Das mögen die. Die sterben richtig geil. So, vor Piraten schützen, du. Wir haben hier lokale Karte öffnen. Ich scanne. Hier sind Piraten unterwegs. Greif mal ein Ziel an, du. Ich scanne gerade, Moment. Okay, wir ballern erst die Schilde runter. Einfach drauf auf den Kadaver. Der Feind gibt auf. Wie, der Feind gibt auf? Verpiss dich. Verpiss dich. Hauen die ab, oder was? Ich glaube. Na, ich weiß nicht, der links, der macht nicht so den Einschein. Ich geb dir mal nochmal Olli einen mit. So, die Schilde sind unten bei dir.
Der Phaser macht gar keinen Hüllenschaden, ne? Kann ich das da irgendwie wechseln? Ich verstehe nicht, warum ich das nicht wechseln kann. So, da ist noch ein Ziel. Feindliches Schiff fliegt. Ja, die hauen ab jetzt, oder was? Kackt euch ein, ja? Ja, Gerümpel, ey. Haben sie sich richtig gerümpelt hier, die Schweine, du. Geschafft. Die Huxley ist sicher. Hui, hui, hui. Danke für die Hilfe, Aegis. Die Huxley sieht auf meinem Radar aus wie ein Pizzaschneider. Wir haben Schäden auf mehreren Decks und unsere Navigationssysteme sind ausgefallen. Wir müssen schleunigst zurück nach Edinoth, aber wir können den Kurs nicht berechnen. Wenn sie vorausfliegen, können wir ihrer Warp-Signatur folgen, glaubt unser Chefingenieur. Glaubt ihr? Ja, aber Mords glaubt der. Ja, was der glaubt, du. Dann machen wir mal Warp bereit, ne? Jo. Ja, auf nach Edinoff, würde ich jetzt mal behaupten. Echt mal, auf nach Hesselhoff. Schön den Eddie Hesselhoff. Ei, ei, bereite Warp vor. Leite Energie um. Kurs für Warpsprung steht. Richte auf Warp-Vektor aus. Es ist schon cool, ne? Wenn die so... Sind auf Vektor für Warp. Ja, dann warp mal ab, du. Ja, mach jetzt. Mach jetzt. Gisch, gisch. Hui. Gisch, gisch. Juhu. Wow. Wow, wie sich meine Materie wieder zusammensetzt, fühlt sich voll geil an. Ja, voll mal der Spitze. So, da sind sie doch. Pizza schneiden geht wieder. Angekommen, Captain. Danke für das Geleit, Aegis. Ab hier schaffen wir es sicher allein. Ja, schön. Ja, nicht? Ja, nicht? Was ist denn das für ein Ding hier? Das Mordsding. Yeah! Das lief gut, Mann! Das lief richtig gut. Das war richtig nice! Das war richtig gut. Was ist eigentlich dein Rang? Mein Rang? Meiner ist Lieutenant Anwärter. Ja, aber bald nicht mehr. Ich habe nur noch eine winzig kleine Vize. Okay. Stürmische See. Haben wir geschafft. Ja, das ist ja mal gut. Achso, schließen. Da war irgendwas mit Fehlschlag. Also, ja, ja. Ich möchte hier taktischer Colonel. Jo, würde ich sagen, den machen wir noch, oder? Die Sonne und der Schild. Die Sonne und der Schild, du. Jo. Sind alle an Bord? Sind alle bereit? Haben sie die Vaseline eingepackt? Darf ich auf den Chaiselong? Nee. Oh, Chaiselong ist verboten, du. Er ist für Lieutenant. Oh, ja, ich stehe selber doof da, ne? So. Computer-Logbuch, Sternzeit 2258,201. Unser Forschungsteam als ob das eine erfundene Zahl im Silbersystem entdeckt. Jede davon weist eine hochinstabile Substanz namens Protomaterie auf. Ah, ja, unsere Erkundungen deuten mit darauf hin, dass der gesamte Graben mit Konzentrationen von Protomaterie verseucht ist. Aber weitere Nachforschungen müssen warten. Wir haben ein Notsignal von einem unabhängigen Schiff erhalten. Wir verfolgen es, um Hilfe zu leisten. Wir verfolgen es, um Hilfe zu leisten. So, da sind wir wieder an Bord. Jetzt erstmal Missionsziele. Polaris! Da hinten haben wir was. Die Polaris, da müssen wir gleich stören, du. Hier Anton Sarko, Captain der Polaris. Der Captain Popolaris. Wir haben zahlreiche Systemausfälle. Bleiben Sie auf Distanz. Wir können nicht für Ihre Sicherheit garantieren. Deine Mutter. Wir wollen doch aber das System stören. Antrieb der Polaris stören. Die Flugbahn der Polaris führt direkt in ein Asteroidenfeld, Captain. Wir müssen näher ran. Ihre Überlebenschancen liegen bei null. Wenn wir in Reichweite kommen, können wir ihre Reichweite ausschalten. Ich kontaktiere die Rowley und erbitte Unterstützung. Ja, dann mach mal auch. Kannst du schneller? Geschwindigkeit, volle Kraft, du. Maximaler Schub. Ja, gib mal jetzt Schub, du. Das will ich mal sehen. Oh, Mopsgeschwindigkeit jetzt. Was ist das denn da, du, für ein Vulkan? Ich sag's dir, der hat sich die Augenbrauen gezupft. Hat der, ne? Macht der. Ich sag's dir. Der war unten nämlich, der sagt, er war nicht auf dem Kosmetikdeck. Nee. Aber überall liegen seine Schamhaare wieder in der Kabine. Und die sind nämlich so unverkennbar signifikant. Ja, weil die Mr. Rao. Die sind so wie Spaghetti. Das ist so eklig. Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ja, da hat er nämlich, früher hat er da Rasierpinsel rausgemacht und die verkauft, ne, auf dem Deck, auf dem Sechsten. Aber gibt er eigentlich Vollgas? Ich habe ihm gesagt, er soll Gas geben. Geschwindigkeit, volle... Hier ist doch nicht Tempo 30. Mach doch mal. Näher dich jetzt mal im Ziel da. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Mann. Folgen dem Ziel. Ja.
Ja, wir sehen das, aber du machst das sehr langsam, Junge. Oh Mann, ey, du wirst nicht nach Stunde bezahlt. Ja, es ist schlimm. Wir haben kein Geld mehr. 55,9, die entfernen sich doch. Das war alles nach dem Bitcoin-Crash vorbei. Ei, ei, priorisiere Energie für andere. Aber jetzt? Jetzt tut sich was, oder? Ja, so ein bisschen, ne? Aber können wir da mit dem Impuls hinfahren? Ne, das sind nur Kilometer. Das dauert. Oh Mensch, was ein... Ach, Alter. Haben wir Radio hier? So viel gelangweilt habe ich mich nicht mehr, seit Elon Musk sich damals in die Transzendenz verwandelt hat. Oh, jetzt komme ich gleich in Scan-Reichweite. Ja, sag ich doch. Scanman. Ja, also gleich. Mach mal zwei und einen halben Scan. Ich kann drei sogar machen. Two and a half scan. Ja. Oh ja. Mensch, Junge. Das ist das Problem, ne? Schön hier beim Augenbrauen zupfen gewesen, aber Achtung, nicht einen Gasknopf finden. Erreichen die Anomalie. Eine Anomalie? Yes. Da ist ein Raumschiff, du Peter. Jetzt wird dreimal gescannt. Triple scanned. Geil. Vorne vor die. Musst du auch und dann bitte die Antriebe stören. Jo, erstmal scannen. Das dauert jetzt ganz schön lang. Aber wir sind ja auch weit weg, ne? Also. Also ja, ne, das ist klar. Ja, wir fliegen jetzt unsere Scan-Roboter hin, fassen alles einmal an. Ja. Also. Oh, guck mal hier. Honka, Honka! Honka, Honka. Aber ein paar schöne Möpse sind euch gewachsen. Antriebe? Ja, Antriebe stören bitte. Wir haben High-End-Sensor-Interferenz. Als gäbe es irgendwie einen Low-End-Sensor. Sag doch einfach Sender-Interferenzen. So, wie? Antriebe sind gestört. Oh. Sie müssen uns helfen. Wir bringen Vorräte zu einer Forschungsstation im Perseus-System. Aber irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwas ist mit dem Stern geschehen. Wir wurden von einer Art Druckwelle getroffen und können keinen mehr auf der Station erreichen. Sie müssen dorthin. Und DJ Bobo. Helfen, bitte. Was? Die haben DJ Bobo im All getroffen. Oh, da ist ein Chef. Das ist die USS Rowley. USS Rolex. Nachricht? Ach so, geh mal ran. Ja, du musst rangehen, Mann. Ich scanne die Rolex mal. Hier ist die USS Rowley. Alter, geile Matte. Oh. Die Rowley ist für Reparaturen besser ausgestattet, Captain. Wir sollten die Station überprüfen. Ich habe die Rolex gescannt. Ja, jetzt? Egal. Ich will jetzt per Warp reisen. Nach Perverif. Ja, weil ich im Urlaub schon mal. Wir haben Centerpark. Centerpark Perverif. Denk immer daran, was. Wie hieß er noch? Dings gesagt hat. Oh, schau, blablabla. Hui! Ich glaube, ich schiele immer nach diesem Warp ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe einen leichten Hodenhochstand danach. Alter, Rettungskapseln orten. Scan mal Zeug. Oh! Ja, ich mach mal hier. So. Scan mal eine Kapsel. Und der Rest ist noch nicht in Reichweite. Die Sensoren deuten auf eine gewaltige koronale Desintegration hin. Corona-Desintegration? Wenn sich der Kern entlädt, kann das Schiff der Druckwelle in keinem Fall standhalten. Ich mach trotzdem mal Schilder an, nicht? Ja, ich glaube, wir müssen Leute retten. Ich habe 6 Leben gefunden auf. Ja, so viele Lebende wie möglich retten müssen wir. Ja, flieg doch mal nach 2 Uhr, Mensch. 2? Vielleicht muss ich das erst ausmachen. Aye, aye, Captain. So, kann ich, da sind wir in Reichweite, erfassen. Ich erfasse, dauert aber 50 Sekunden. Und wenn wir näher rangehen, geht das dann schneller, desto näher wir rankommen? Bin mir nicht sicher. Jetzt sind wir schon relativ nah ran, im grünen Bereich, ne? Ja, 15 Kilometer. Ja, aber es geht schneller. Je näher wir sind, desto schneller geht's, tatsächlich. Jetzt sind wir bei 17, 10. Okay, gut. 7, 6, 5.
4, 3, 2, oh, mach doch mal 1. Energie! Okay. Übergeben wir die Überlebenden an die Rawley. Deren Krankenstation ist wesentlich größer. Oh, okay, verstehe. Wir müssen ich kontaktiere Sie einen nach dem anderen scannen. Wir nicht parallel scannen, weil wir nicht so ein tolles Schiff haben. Halt, wo fliegt er hin? Werte, die auf den Gebrauch einer Tarnvorrichtung hindeuten. Fliegt denn der Hansel hin jetzt hier? Ja, der will das irgendwie umgehen, glaube ich. Oh Mann, ey. Also der drückt da irgendwie Knöpfe, das scheint schon richtig zu sein. Ich meine, der war auf der auf der Pilotenschule, ne? Ja, ja. Ja, hat er gesagt. Ja, Pilot für Autoscooter vielleicht. Ja. Rasenmäher-Pilot, ey. So, keine Lebenszeichen. Okay, dann das andere Scan. Captain, ich erhalte ein Signal. Ursprung unbekannt. Welchen scannst du denn da? Föderationsschiff. Oh, Mathe. Verschwinden Sie oder Sie werden zerstört. Mir geht doch selber. 30 Sekunden Zeit. Was geht haben die doch. Klingonen im Graben zu suchen? 6 Lebenszeichen gefunden. Ja, dann hol die mal. 30 Sekunden, der kam nicht mal. Aber dann müssen wir abhauen, du. Dann müssen wir erstmal Schilde oder hoch. Da sind. Gegner nähern sich. Oh, 5, 4, 3, 2, ich muss noch aufnehmen. In die Anomalie. Energie, ich beame. Ich kann die Schilde erst hochmachen, wenn wir sie haben. Jetzt Schilde hoch, 10 Sekunden bis Schilde da sind. Sollen wir die bekämpfen oder abhauen? Klar, den geben wir. Das sind irgendwelche Lelex. Okay, Lelex, angreifen bitte. Gesehen, der hat voll den Arschkopf. Schildstatus ist bei 100%. Oh, der ist schon stark, ne? Ach, Quatsch. Ich mach den jetzt hier erstmal also die Schilde, die Waffen aus. So geht das nicht. Ja, sag ich mal. Waffen da oben. Geil. Ich nehme ihm so die Schilde aus dem Arsch. Wir haben noch 68% Schilde, 30 Torpedos. Ja, ja, Torpedos laden. Bisschen mehr Waffenenergie. Schilde, 50%. Es sind schon 2 Schiffe. Ich glaube, wir sollten abhauen. Verlassen Anomalie. Ich weiß nicht. Gut. Jetzt haben wir aber wohl mal erwischt hier. Ei, verstanden. Bereite Warp vor. Wir stehen hier unter Beschuss. Die Schilde sind bei 25%. Passe Warp-Vektor an. Oh. Sind auf Vektor für Warp. Kurs stehen bereit. Auf jetzt recht. Ei. Ich hab den fertig gemacht. Ja, aber es kam ja noch ein. Das wären jetzt dann schon 2 gewesen. Ja, gut. Hm? Ja, wo fliegen wir denn hin? Ja, tolle Kamera. Ja, und du? Ja, und du?